60,4 Millionen Menschen können den neuen Bundestag wählen. 47 Parteien stehen dabei zur Wahl und langsam wird es Zeit, sich zu entscheiden. Das weiß ich schon. Das weiß ich schon. Ich überlege noch. Ich habe viele Freunde, die, glaube ich, gar nicht wählen gehen und einige, die sehr unentschlossen sind, was sie überhaupt wählen. Tempolimit auf Autobahnen, Verteidigungsausgaben, wählen ab 16. Seit heute Vormittag kann jeder und jede schauen, mit welcher Partei stimme ich am meisten überein. Der Wahl-O-Mat fragt die persönliche Haltung zu 38 konkreten politischen Thesen ab, vergleicht diese mit den Parteiprogrammen. Außerdem gewichtet er die einzelnen Themengebiete nach den Prioritäten des einzelnen Nutzers. Erstens kommt man in die Situation, dass man zu 38 Thesen selbst eine Position ergreifen muss, dass man da steht und nicht was rezipiert, sondern tatsächlich sagt, ah ja, wie stehe ich denn dazu? Das ist mal ganz neu, weil man oft nur liest und empfängt und zuhört. Aber jetzt steht man da und muss sich selbst eine Meinung bilden. Das ist für viele schon interessant, auf einmal den Rollenwechsel zu haben. Was wäre, wenn ich zu entscheiden hätte? Die ersten Wahl-O-Maten gab es Anfang der 2000er, damals vor allem gedacht für Jugendliche. Mittlerweile ist das Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung aber für Menschen allen Alters eine wichtige Entscheidungshilfe. Allein zur Bundestagswahl 2017 verzeichnete der Wahl-O-Mat 15,7 Millionen abgeschlossene Anfragen.